Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 auf der Gamsting V3.3 mit mir, dem Chris LP. Jo, wir machen weiter. Ich habe ja versprochen, wir werden in diesem Part jetzt endlich mal Gruppern fahren mit unserem schönen Fan-Tier. Und ja, unser Helfer fährt mit unserem Case auf Feld 6 weiter. Da tut er sehen. Er lässt gerade die Kupplung wieder überhitzen. Das ist auch ganz nett, was er da tut. Ja, er zahlt dann aber auch die Kosten für die Reparatur. Und ja, wir machen weiter einfach, dass wir einfach mal schnell vorankommen hier, dass wir Geld verdienen auch mal irgendwann. Und nicht nur die Kupplungskosten zahlen müssen für den, sondern dass wir auch mal, ja, was Grünes sehen, nicht nur rote Zahlen. Oder besser gesagt, schwarze Zahlen sehen. Naja, wir werden gleich sehen, ob unser Fan hier den Querneland-Grupper verzieht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Auf Low und Allrad und Differential soll dann ja eigentlich verziehen. Dann fangen wir mal das Grubbern an, gucken, wie wir das Ganze machen werden. Vielleicht GPS noch rein gleich. Dass wir ein bisschen einfacher haben hier. Ballen sind alle verräumt, ja. Die haben wir ja im letzten Part verräumt. Mit einem ewigen Getue. Dann den Helfer noch mit paar Schwierigkeiten dahin bekommen. So, wo fangen wir an? Wir fangen hier an, hätte ich gesagt. So. Dann hätte ich gesagt, gucken wir mal. Ja, bislang funktioniert's. 11 km/h, das schaut auch ganz gut aus. 11 km/h, dann können wir auch hier den Dings reintun. Ja, der lässt wieder die Kupplung. Aber oh Mann, die Meldung ist echt. Jawohl, der Exkurs passt so. Dann machen wir gleich mal Taste 3. Und weiter geht's. So. Jetzt machen wir weiter. Ja, auf jeden Fall werden wir dann mal das Ganze jetzt so machen. Ich hoffe, dass der das jetzt auch so macht da drüben. Dass ich mich auf den mal verlassen kann. Aber da werde ich gleich noch rüber gucken nach der Bahn, ob der wirklich da auch fährt und nicht irgendwo wieder im Baum hängt. Aber jetzt hat's aufgehört, die Warnung wieder. Normalerweise schaut es ganz gut aus. So. Oh, fangen wir an. Schieben wir mal ein bisschen weiter runter. So. Ah, ich weiß nicht, ob ich den Dings das Gearbox-Addon nicht nochmal raus tun. Ich weiß, es ist gefällt mir, aber ist auch irgendwie doof. Oh ja, ihr seht. Unten soll es auch noch passen. Gut. Weil es ist ganz schön, aber auch irgendwie nervig total, weil jetzt hier beim Anfahren, der quält sich doch schon echt, da überhaupt aus den Puppen zu kommen. Und mit Ballen stapeln, wie ihr im letzten Part ja gesehen habt, tut man sich auch nicht einfach mit dem Ding. Und man lässt halt immer die Kupplung überhitzen. Weil die Wärmemeldung finde ich einfach nur grausam. Ständig, wenn man bei irgendwo fährt und der macht das jetzt ständig, weil jetzt muss er am Berg anfangen. Und ja, im vierten Gang, der Helfer tut ja nicht schalten, der kennt ja kein Schalten. Ja, und der quält sich jetzt hier den Berg hoch. Ich kann ja noch runterschalten, dass ich die Kupplung nicht so quäle, aber der Helfer, der kennt das ja nicht. So, mal gucken, wie wir das hier hinbekommen. Mal so fahren und dann, keine Ahnung, ob wir vielleicht so runter dann fahren oder andersrum, aber so weiter fahren. Mal gucken. Lang klappt es ja ganz gut. Oh ja. So, jetzt schreiben wir mal hier runter. Mal eine Gruppe, dann kommen wir auch hier zum Fahren. So, mein Lieber. Nochmal zurückkommen. Abflug. Ja, oh Junge, 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 Junge. Ja, ein bisschen zu schwach ist der schon.
Ah, das muss man zugeben, dass der echt, ja, Mini-Ding ist, dass er echt so viel zu schwach ist. Also, das ist dann der Korntank, wie er lädt, hängt er dann, ja, du hängst oder so im Baum. Ich hab doch gar keinen Helfer rein. Hä, warum tut er immer einen Helfer rein? Und das kapiere ich nicht, dass der Helfer nicht mal nach dem GPS-Kurs fahren könnte, weil dann wäre das auch ganz einfach eigentlich. So, Taste 3 und Knallgas. Ist halt schwierig, da muss man sich immer mal alle Sachen gleichzeitig kümmern, um den Bock da drüben, um den Seemann, da muss man sich drum kümmern, dann um den Gruppermann muss man sich kümmern, echt, dazwischen kommst du nicht so. Sonst hätte ich gesagt, wenn der jetzt hier grubbert, well, das probiere ich jetzt da aus, dass ich drei Bahnen Vorgewende oder was fahre gleich jetzt. Und dass ich den zumindest dann mal kriege. Den lasse ich am Ende der Bahn mal aufhören. Weil dann können wir hier einen Helfer laufen lassen. Der soll ja möglichst das schaffen hier. Wenn wir drei Bahnen so runterziehen, sollte das doch klappen. Ja, sehr schön. Sollte klappen alles. Wo ist Hi? Na, fahren wir auf Low. Ist doch sinniger. Quält er sich nicht ganz so. So, schieben hier zurück. Oh ja, aber einfach ein Hi, aber dann, dass es ein bisschen schneller geht. Aber er quält sich schon hier rauf, das muss man sagen. Ein bisschen hört man es am Sound. Wieder runter den Berg. Ist passend, die Breite passt, wunderbar, sehr schön. Siehst du, passt. Nicht, wenn man rauslenkt aus der Spur. Machen wir noch eine dritte Bahn, denke ich mal. Ja, eine dritte Bahn ist sinnig. So, die dritte Bahn fahren wir hier rauf. Können wir oben den Helfer rein donnern. Boah, 13 km/h, der 3 Meter grubbert, das ist ein top gespannt, der fährt dazu. Vielleicht hängen wir auch mal die Seemaschine an den. Schwarzer Qualm. Schwarzer Qualm taucht auf. Da sieht man, der Fendt arbeitet. Merkt man auch, wie die Leistung reingeht hier. Dann tun wir hier mal. Da kommen wir hier nirgends rüber. Das ist ja echt doof, dass es hier eingezäunt ist und dann überall Kolli, weil wir müssen den Streifen hier noch fertig machen. Was aber auch eine Idee wäre, mal, dass wir uns so einen Saatwagen holen. Irgendwie so einen Kipper, wo auch Saatgut laden kann. Kann denn unser Fortuna-Kipper, kann das nicht laden? Wo war er hier? Stroh, Gras, Heu, Kraftfutter, Mist. Wäre mal gut zu wissen, wenn er alles laden könnte. Finde ich doch noch irgendwo einen Anhänger. Dünger kann er laden. Würde er auch Saatgut laden können. So, so ein Pumpelanhänger, aber scheinbar muss es die große Mulde sein.
Machen wir das hier fertig. Naja, gucken wir da gleich nochmal, ob wir irgendwie einen Anhänger finden zum Mieten, dass wir dann irgendwie Saatgut dadurch auftanken können, dann per Anhänger. Oder ich gucke dann als Mod, ob es irgendwas gibt, dass wir uns da ein bisschen einfacher tun, dass wir nicht ständig zum Auftanken fahren mit der Seemaschine, weil ist doch echt nervig, wenn man ständig zum Auftanken muss mit der Seemaschine und dann jedes Mal um den Block rum. Aber einen guten Verbrauch hat die auf jeden Fall. So. Oder man macht mal die Zaunkolli raus. Das wäre halt noch die andere Möglichkeit, dass man die Dings raushaut, die Kolli aus dem Zaun und dann, ja. Müsste reichen als Vorgewende, dann tun wir den gleich als Helfer rein. Düngen müsste man auch. Schade, dass wir noch keine Kühe haben, dann hätte man Gülle fahren können. Echt, wäre auch eine coole Idee gewesen. Gülle fahren hier noch. So. Und los geht's, die Tour. Anhänger haben wir ja keinen gefunden, so einen richtigen irgendwie. Obwohl ich schon echt viele Anhänger habe, aber. Nein, ich will mir da auch nichts kaufen, du dummes. Und der von dem kann das auch nicht laden. Und die hier vorne gleich. Ich will er mir auch nicht kaufen. Er kann es wieder nicht, der auch nicht. Ja. Dann gucken wir mal hier hinten, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Von verschiedenen Gütern. Ja, ausprobieren. Eigentlich müsste man es ausprobieren. Aber das werde ich mal in der Aufnahmepause, denke ich mal, ausprobieren, dass wir dann im nächsten Part sich da irgendwie so ein Sackgut-Anhänger mit reinnehmen. Es gibt ja als Mod einen. Weil dann können wir das ein bisschen einfacher machen. Dann nehmen wir den mit einfach und fertig. Fahren den mit dem Forterra hin, stellen den da hin und fertig. Und mit so einem kleinen Unimog. Das wäre auch noch eine Idee. Weil sonst jedes Mal hier zurück mit den 30, dann wieder zurück mit den 30. Da vergeht so viel Zeit. Aber die Zeit haben wir eigentlich gar nicht, da irgendwie so viel rumzuspielen. Weil auf Feld 7 müssen wir dann jedes Mal hier zurück oder zum Gartencenter und sonstige Wege. Und deswegen, also die Zeit haben wir echt nicht eigentlich hier Spiele zu treiben hier. So, auftanken. So, auffüllen. Fahren wir nochmal retour. Macht der das? Ja, der macht das. Und rückwärts geht's. Ja, angemeldet habe ich unseren schönen IHC. Der hat noch TÜV bekommen. Also ihr seht, ich habe ein Kennzeichen mit drauf genommen, drauf gemacht noch. Den kann man ja hier zulassen mit Shift und Shift links und Z war das, glaube ich. Da kann man der sich ein eigenes Kennzeichen, ein eigenes Bundesland wählen und ja. Finde ich eigentlich eine coole Sache, könnte man auch einfügen überall. Dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Part das Ganze hier fertig machen, den Sackgutanhänger uns holen, den auffüllen, dass wir dann da rüber gehen können, gleich auf Feld 7 dann. Oder das bisschen hier vorne noch fertig machen, aber es dauert dann nicht mehr so lang. Werde ich den grubbern lassen, ich werde mich dann mit dem Sehen beschäftigen, dass das Ganze ein bisschen flotter geht. Ja, notfalls, eigentlich sollten wir im nächsten Part ja schon fast 7 drüben anfangen können, aber ja. So. Wir machen. So. Fahren wir mal mit S1, vielleicht bringt's was. Oh, eigentlich nicht.
Irgendwie mit S4 ist halt zu klein irgendwie, aber dann tun wir hier vielleicht die Untersetzung rein, die SZ. Das klappt. Da machen wir den Streifen hier noch. So viel ist das auch nicht. Einmal in der Runde kommt man auch nicht, sonst hätte ich gesagt, man fährt einmal in der Runde. Mit SZ geht es doch ein bisschen besser. Knallgas und loslegen. Und rückwärts. Wunderbar, dann fahren wir gleich auch zum nächsten Ding hier. Dann schieben wir da rückwärts dran. Eine Bahn runter, eine Bahn rauf. Ach, dürfte noch ein bisschen mehr sein. Schiebt da gut runter, 14 km/h, das ist eine gemütliche Arbeitsgeschwindigkeit. So, wieder hoch. So, machen wir mal SZ3. Soll ja eigentlich was vorangehen. So, den letzten Streifen hier runter und dann würde ich sagen, was das auch wieder mit dem Part. Ich wäre mir dann suche ich mir den bei euch. Wir werden sagen, wir fangen gleich den Part, machen gleich ein Partende. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.